Ein Ritter in den Diensten der allergnädigsten Herren kennt keine Rast. Tatsächlich befürchtete ich schon, zu spät zu kommen, um meine Pflicht zu tun. Doch es zeigt sich, dass ich gerade recht eintreffe. Warum rennt das Pferd denn von ihm weg? Ach, wir können da zu Fuß hin, okay. Wenn du die Leiche untersucht hast, musst du an Arietta Bericht erstatten. Alles in Ordnung. Ach, was ist das schön hier. Die Herrin soll einen Mörder aus dem Norden angeheuert haben. Hier bin ich. Hier, ich. Nein, ich bin das. Natürlich sind sie das. Aber Tapferkeit allein. Ich sag's dir mit den Fäusten. Arietta? Der allergnädigsten Herzogin. Ich vergesse mich bisweilen. Wir nennen einander beim Vornamen, wenn wir unter uns sind. In Palmerins Anwesenheit jedoch nicht. Er nimmt Anstoß an solchen Vertraulichkeiten. Ein Treffort für Händler, Schmuggler und Seemänner. Du Arsch. Und es gibt hier die beste Langustensuppe in ganz Tucson. Einladung sich in Beamtes und Hilfe. Da könnte es was an der Rie ausgetragen. Meiner Treu, rieche ich das deftige Aroma von Pâté? Nichts anderes, Herr de Perrac Perron. Die Zeit hat deine Sinne nicht getrübt, wie ich sehe. Setz dich doch. Es wäre uns eine Ehre. Und auch dein Begleiter. Doch weswegen liegt gar kein Duft nach Langustensuppe in der Luft? Es gibt heute leider keine Suppe, weil die Langusten aus sind. Du hast es vielleicht noch nicht gehört. Aber ich habe nur eine Leiche gefangen. Im ersten Morgengrauen. Und der Himmel war blutrot. Genau wegen dieser Leiche sind wir hier. Der Mann, den du zu Tische batest, wurde von der allergnädigsten Herrin aus fernen Landen gerufen, auf dass sie das Biest finde und töte. Wir luden zwei Männer zu Tisch. Und da Ritter de Perrac Perron eher das Temperament eines Hasen als das eines Hundes hat, nehme ich an, dass der Jäger wohl der andere ist. Mit wem haben wir das Vergnügen? Ich heiße Geralt. Wie bescheiden. Du kannst noch nicht lange mit Herrn de Perrac Perron herumziehen. Spar dir die schnöden Affronts. Geralt ist ein Meister des Hexerhandwerks. Er hat Fragen zum letzten Opfer des Biests. Ich habe die Leiche gefunden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als ich erwachte und mich im Bett aufsetzte. Ich sah aus dem Fenster und der Himmel war rot wie Blut. Bitte, Geralt, frag was. Sonst sind wir im Winter noch hier. Muss früher Morgen gewesen sein. Du hast deine Netze überprüft und dann? Ich trat aus der Hütte und sah... Meiner Treu, komm zum Punkt, Mann! Du hast in deinen Netzen eine Leiche gefunden, das wissen wir schon. Was ist dann geschehen? War jemand in der Nähe? Hast du was Bemerkenswertes beobachtet? Irgendetwas? Es war keine Seele dort, nur ich. Was Bemerkenswertes? Tja. Was hast du gesehen? Aber komm mir nicht nochmal mit dem roten Himmel. Ich sah... einen Kopf im Wasser treiben. Augen offen. Die Zunge hing blau heraus. Daneben trieb eine Hand. Hast du die Leichenteile untersucht? Ich war so erschrocken, dass ich ins Dorf gerannt bin. So schnell ich konnte. Ich kam mit Wachen zurück, die mir befahlen, zurückzubleiben. Sie hatten es nicht leicht. Die Körperteile hatten sich so in meinen Netzen verheddert, dass sie die Netze zerschneiden mussten. Ich muss die Leiche sehen. Weißt du, wo man sie hingebracht hat? Sie haben sie über den Fluss gefahren, auf einen Karren geladen und den Corvo Bianco in den Keller gebracht. Damit sie kühl liegt, weißt du? Ja, bist du, Mädel. Aber Corvo Bianco ist das Anwesen von Baron Rossell. Wenn der erfährt, dass sein Keller in eine Gruft verwandelt wurde, lässt er die Hunde von der Kette. Sein Weingut ist versteigert worden, während ihr im Norden waltet. Magie. Es ist eine Zauberin. Wer war das?
Die Frau, die gerade gegangen ist. Ja, die habe ich noch nie gesehen. Vibriert. Ich habe sie auch nicht reinkommen sehen. Das muss Lenise gewesen sein, die Tochter des Wirts. Aber warte mal, Geralt, das ist ja ein Skandal. Rossells Weingut wurde versteigert? Unerhört. Es ist kein Geheimnis, dass der Baron Spielschulden bis über beide Ohren hatte. Nun war endlich Zahltag und seine Gläubiger haben sein Anwesen versteigert. Die herzogliche Kanzlei hat sie übrigens gekauft. Rossell wohnt jetzt bei seinem Bruder in Vicovaro. Ich habe Rossell gesagt, dass er nochmal die Rechnung kriegen wird. Wie lange kann man sich auf vergangenen Heldentaten ausruhen? Seine Gläubiger sind wohl zu dem Schluss gekommen, dass seine Versprechen nichts wert sind. So sind die Zeiten. Die Ritter von heute sind nur blasse Schatten im Vergleich zu den Helden von einst. Es stimmt, was man sagt. Die Götter haben das Biest geschickt, um uns zu strafen, dass wir von den alten Pfaden abgewichen sind. Die Leute denken, dass das Biest eine Strafe der Götter ist. Die Ritter achten die alten Bräuche nicht mehr. Sie waren mal die Verteidiger des Herzogtums. Heute verteidigen sie nur noch ihre eigenen Pfründe. Also das ist ja wohl. Lass ihn ausreden. Die Herzogin handelt mit Titeln und zeichnet Übeltäter aus. Wir sind vom tugendhaften Weg abgekommen und haben die Gunst der Götter verloren. Und so strafen sie uns nun. Gib nichts auf diesen Mumpitz, Geralt. Der Mann hat nur irgendwelche Straßenprediger falsch verstanden. Ja, diese Unruhestifter schießen in letzter Zeit wie Pilze aus dem Boden. Jeder schwätzt doch dasselbe. Sagen Sie sonst noch was über das Biest? Abgesehen von der Strafe der Götter? Die Toussaintois sind keine Trottel. Es entgeht ihnen nicht, dass das Biest an den Tagen der Schutzheiligen gemordet hat. Wählerisches Monster. Danke für die Gastfreundschaft. Ich gehe jetzt den Leichnam untersuchen. Corvo Bianco ist nicht weit von hier, beim Turniergelände. Einfach der Straße nach, dann kommst du hin. Kommst du nicht mit? Ach so, du hast noch irgendwelche Verpflichtungen. Irgendwelche Verpflichtungen? Ha! Noch vor unserem Aufbruch nach Velen hat die allergnädigste Herrin mir die große Ehre erwiesen, mich heuer in den Palastgärten den Hasen spielen zu lassen. Du wirst dich kaputt lachen, wenn du mich im Kostüm siehst. Das wirft natürlich Fragen auf, aber ich fürchte, die Antwort ist eine lange, verwickelte Geschichte voller weitschweifiger Ausführungen über Geschichte und Tradition. Daher bis später, Miton, und viel Glück. Geralt hört sich ein bisschen an, als wenn er erkältet wäre, als wenn er Halsschmerzen hätte. Irgendwie rauer und dunkler als sonst. Corvo, Bianco und so sie gleich im Keller. Ich brauche erstmal meine Plötze. Da ist es schon. Ach, wunderschönes Mädchen. Hier, komm her. Dann wollen komm schon, Plötze. Mal. Vorsicht, ich muss hier durch. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Ich mache das gerade mit Absicht ein bisschen langsamer, damit ich hier ein bisschen das genießen kann, dass hier keine Leute von den Bäumen hängen und so. Kampf lernen. Ich muss mich beeilen. Ein Pferd. Verdammt. Der Mörder muss noch hier sein. Da! Es muss im Keller sein. Fußspuren von kleinen bloßen Füßen. Sie führen tiefer in den Keller. Mit Gewalt gegen die Wand geschleudert. Man muss sehr stark sein, um sowas einzuschlagen. Es wird immer schlimmer, der soll aufhören. Damit wurde das Gitter eingeschlagen. Mit einem Mann, oh mein Gott. Man muss sehr stark sein, ja, um sowas einzuschlagen. Ich hab gerade... Da ist irgendwas am Fressen. Ja. Eine Frau. Du, dich habe ich in der Taverne gesehen. Warum hast du sie umgebracht? Wegen ihres Blutes sicher nicht.
Die wollte den Ring haben. Also doch keine Magierin. Bruxe? Bruxa? Ich weiß nicht, wie die heißen. Wir müssen nicht kämpfen. Du irrst dich. Glaube ich nicht. Warum hat er denn jetzt die Tür zugemacht? Ich kann dich nicht gehen lassen. Warum nicht? Scheiße! Bruxa? Mama! Alter Scheiße, wie war ich denn gegen die? Was wirkt denn? Na, geh weg da! Ich komm nicht weg hier! Ich komm hier nicht weg, ich komm hier nicht weg. Ja, ich muss schlagen. Ah, ich komm hier nicht weg, ich komm hier nicht weg. Oh Gott. Oh mein Gott, was ist mit der? Ich seh dich, du blöde Drecksau. Ich seh dich immer noch. Ich seh dich. Ich seh dich. Okay, jetzt sehe ich sie nicht mehr. Fuck! Oh, scheiße. Okay. Konzentrieren. Bruxa. Ich sag Bruxa. So. Was wirkt gegen die? Ich muss aber lagern. Jeden vielleicht? Wow! Was zum... Ey, das ist doch total unfair! Blöde alte Drecksau, ehrlich, ey. Warte mal, Katercha? Was macht der denn in dem Video? Der macht der doch irgendwas mit so Silberstaub hier. Ich hab sie. Einmal noch. Komm her! Warum geht die nicht tot? Bruxe, okay. Es ist eine Bruxe. Sie hat die Leute getötet, um zum Leichnam zu gelangen. Aber was hat sie am Tisch gemacht? Ich bin völlig fertig. Oh mein Gott. Das stinkt. Wasserleiche. Beide Hände amputiert. Körper gevierteilt, wie ich es mir dachte. Die Leiche lag einige Zeit im Wasser. Der Kopf ist aufgedunsen und wurde angeknabbert. Das ist normal. Er hat was im Hals. Nein. Eine Börse, voll mit Münzen. Damit er den Fährmann bezahlen kann. Nilfgaardische Florin aus verschiedenen Provinzen. Ein Sammler. Wenn das der Mörder war, haben wir es mit einem vernunftbegabten Wesen zu tun. Die Leiche ist nach dem Tod zerteilt worden. Die Hiebe wurden mit großer Kraft ausgeführt, aber die Knochen wurden zerschnitten, nicht zerschlagen. Die Kreatur, die ihn getötet hat, muss lange Klauen haben, scharf wie Hexerklingen. Zuerst hat sie dem Opfer ins Herz gestoßen. Das war keine Bruxa. Nee, es heißt doch Bruxa. Mein Gott, was denn nun? Eine dritte Hand. Ersatzteil.
Sie gehört eindeutig nicht zum Opfer. Die Wachen müssen sie mit eingesammelt haben. Noch warm. Wie kann das sein? Fließt das Blut noch? Es gibt diverse Monsterspezies, die sich regenerieren können, aber von abgetrennten Gliedmaßen habe ich das noch nicht gehört. Nicht mal, dass sie nach so langer Zeit noch so lebendig sein können. Ich sollte das Gewebe später genauer untersuchen. Vielleicht verrät es mir was. Also, der Mörder war ein Monster, aber keine Bruxa. Warum ist die Bruxa dann hergekommen und wollte die abgetrennte Hand holen? Wem gehört die Hand? Und warum zur Hölle ist sie noch warm? Was sollte die Börse im Hals des Opfers? Was bedeutet sie? Und warum wurde die Leiche zerteilt? Viele Fragen, bis jetzt keine Antworten. Ich muss mich über die anderen Opfer informieren. Palmerin soll mich zur Herzogin bringen. Ja. Mein blödes Headset-Kabel hängt heute den ganzen Tag schon. Plötzlich schon wieder am Fressen, ey? Mein Gott, ist ja schlimm. Die Map verarscht uns schon wieder. Das Turnier. Du kannst mich mal kreuzweise. Alles schön am. So ein Rohling. Oh, da ist jemand, wo wir hin müssen. Können wir die Plätze irgendwo hier abstellen? So ist gut. Dann gehen wir mal hier hin. Ich muss die Herzogin sprechen. Dringend. Also schön, ihr Schlingel. Die Geschichte ist aus. Geht zu euren Eltern. Aber Herr Palmerin, was ist mit der Geschichte von Riddick und dem Drachen? Die gibt es ein andermal. Aber seht euch den Mann gut an, der vor euch steht. Das ist Geralt von Riva, der meisterliche Hexer, dessen tapfere Hand beim Sieg über den Riesen Goliath half. Meister Hexer, stimmt es, dass die Tugend immer über das Böse siegt? Wir sind ehrlich. Nicht immer. Mal so, mal so. Mal siegt die Tugend, mal behält das Böse die Oberhand. Es lohnt sich trotzdem gut zu sein. Wieso denn, wenn das nicht heißt, dass man gewinnt? Denk an Palmerins Geschichte. Ein anständiger Mensch zieht andere gute Leute an, auf die er sich verlassen kann. Ein Bösewicht kann sich nur auf andere Bösewichte verlassen. Und wen hättest du lieber zum Freund? Gute Leute! Ganz recht. So, genug jetzt mit den Fragen. Ab zu euren Eltern. Die erlauchte Herrin ist zweifellos auf dem Turniergelände eingetroffen, um die Kämpfe in der Arena zu verfolgen. Wenn wir uns beeilen, können wir sie sprechen, ehe das Spektakel beginnt. Geh du voraus. Wer kämpft denn? Gladiatoren aus Nilfgaard? So ähnlich. Du wirst es ja sehen. Jemand wird gegen einen Glumar antreten, der nur ein paar Glöckchen am Schwanz hat, um ihn zu irritieren. Ja und? Das Biest ist ein Geschenk des Kaisers höchstpersönlich. Ihr solltet das Vieh nicht so quälen. Wie würde es dir gefallen, blind und mit Glöckchen am Hintern in der Arena zu stehen? Du hast Mitleid mit einem Monster?
Als Hexer? Ja, klar. Ich töte Monster, die Menschen bedrohen. Ihr wollt ein Monster erniedrigen, um das Publikum zu unterhalten. Das bringt einem Ritter keine Ehre. Wer kämpft denn gegen die Bestie? Guillaume, du hast ihn getroffen. Ja, er sagte, er habe der Dame seines Herzens eine Monstertrophäe versprochen. Große Liebe verlangt große Opfer. So ein Blödsinn. Gehen wir. Der Junge ist tot. Ich widme meinen bevorstehenden Sieg der schönen Vivienne. Es hat schon angefangen. Wir müssen bis nach dem Kampf warten. Boah, das ist so gemein. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich auch. Ja. Konzentrier dich. Ist er? Verdammt. Konzentrier dich, Jung. Er ist tot. Er ist tot. Wir müssen ihm helfen. Warum wir? Warum immer wir? Nein. Ich will gegen den nicht kämpfen. Nicht so laut. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Wow. Okay. Er muss uns hören, um zu wissen, wo wir sind. Sie wütet gar schrecklich. Da Du bist mir voll im Weg, Junge. Wow, 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 wow. Ah! Geh weg da. Geh weg da. Wo ist er denn? Ich stehe hier nicht. Für Toussaint! Für ihr schreckliches Vakuum! Der Hexer ist fast tot! Bitte? Er kann kaum mehr helfen! Oh weh! Welche Not! Blöde Mist! Gerade hatte ich noch Mitleid mit dir! Ehre, Wein und Heimat! Ah! Das Sommer. Leg die Wälder zusammen. Leert den Sommer. Weil nun nichts mehr je wieder gut werden kann. Wehe uns allen, wenn das Monster besteht. Weil es danach an den Kragen uns geht. Für Toussaint. Für die Herzogin. Geh mal aus dem Weg hier. Was kann man denn dann noch gegen einsetzen, gegen den... Okay, Art war gut. Art war super. Auf den rechten
Moment. Nicht gut. Dann springt er zur Bestie und macht ihr ein End. Warum ist denn der Junge so doof und geht da immer wieder rein, ey? Toll, das habe ich auch voll eingekriegt. Das. Jetzt ist er wütend. Jetzt ist er wütend. Jetzt ist vorbei. Wir haben einen verloren. Ich habe den Dingens töten lassen. Scheiße. Scheiße. Der Glumar wurde besiegt von Geralt von Riva, Meister des Hexerhandwerks. Seht, wie die Bestie ihr Leben aushaucht. Toll. Hätten sie die Scheiße nicht gemacht, dann wäre das gar nicht alles passiert. Meister Geralt, tu, was du tun musst. Bring es zu Ende. Das Monster ist keine Bedrohung. Es gibt keinen Grund, es zu töten. Sieger dürfen immer Gnade zeigen. Das ist dir recht. Lang lebe Geralt, der Gnadenreiche. Pikeniere! Kümmert euch um die Bestie! Ach, er lebt noch. Ich bin nicht mehr so flink wie früher. Ich dachte schon. Du hast tapfer gekämpft. Danke für deine Hilfe. Der Junge wäre beinahe gestorben. Alles in Ordnung. Tut gar nicht weh. Vivienne? Lächle wie ein Held und sei still. Das Sprechen tut dir offensichtlich weh. Sie kommt. Also diese Henrietta? Halleluja. Geralt. Wir müssen reden. Vivienne. Ihr redet später, im Zelt. Geralt! Großartig, atemberaubend. Edle Herrin. Wir wussten, dass es eine brillante Idee war, dich herzuzitieren. Wir sind entzückt, nein, hingerissen, dass wir darauf kamen. Es ist mir eine Ehre. Kümmert euch um unseren jungen Helden, hopp, hopp. Wir werden uns jetzt zu einer Unterredung mit Geralt zurückziehen. Wir? Wir haben so lange auf deine Ankunft gewartet und die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und dann dieser Auftritt. Spektakulär. Ich weiß, ich hab's voll drauf, ey. Edle Herrin, Glumare sind gefährliche Kreaturen, auch für Ritter in voller Rüstung. Unfug. In Toussaint kämpfen die Ritter seit undenklichen Zeiten gegen Monster, um des Ruhmes willen. Ja, Guillaume hat ein paar Stöber und Kratzer abgekriegt, aber sein Ruhm als der, der das Monster erschlug, wird ewig sein. Mhm. Und das Publikum? Wenn der Glumar in die Tribünen gesprungen wäre, hätte es ein Massaker gegeben. Geralt, wir wissen dein tapferes Eingreifen in der Arena durchaus zu schätzen, doch du hast eine eigentliche Aufgabe, eine ganz andere, die großzügig entlohnt wird, wie du sehen wirst, noch nicht erfüllt. Edle Herrin, ich würde gerne über den Auftrag reden. Natürlich, doch nicht hier. Wir werden Damien brauchen. Er hat bis zu deiner Ankunft die Nachforschungen geleitet. Wo kann er sein? Komm, wir müssen ihn suchen.
Ich glaube, wir hätten das arme Tier doch töten sollen. Jetzt benutzen sie ihn wahrscheinlich immer wieder. Nicht nachgedacht. Sag, bist du allein gekommen oder hat Viscount Julian dich begleitet? Wünschst du Rittersporn zu sehen, edle Herrin? Ja, nein. Das heißt doch, um ihm zu sagen, wie bitter wir bereuen, die Todesstrafe aufgehoben zu haben, die so angemessen über ihn verhängt wurde. Könnten wir die Uhr zurückdrehen, würde er im Turm verrotten. Nein, er würde aufs Rad geflochten, auf die Streckbank gespannt, gehängt und gevierteilt werden. Aber er hatte eigentlich nur Hausverbot gekriegt und darf sich dem Land nicht mehr nähern. Er ist der richtige Mann für diese Aufgaben. Damien de la Tour, Hauptmann meiner Leibwache. Gnädige Herrin, Hexer. Hallo. Was mir gefällt, ist, sie sind ja wesentlich freundlicher zu mir in dem Land. Tut mir leid, ich habe schlechte Nachrichten. Die Wachmänner bei der Leiche des letzten Opfers. Ich weiß, die Kreatur im Keller von Corvo Bianco. War das das Biest? Nein, eine Bruxa, eine Art Vampir. Nicht das Biest, aber sie sind miteinander verbunden. Woher weißt du das? Durch sorgfältige Analyse der Hinweise am Flussufer und in Corvo Bianco. Willst du behaupten, dass die bisherigen Nachforschungen nachlässig waren? Geralt will nichts dergleichen behaupten. Wir sollten ihm aufmerksam zuhören. Ich habe die Leiche des letzten Opfers untersucht. Vielleicht habe ich etwas gefunden. Ich muss es analysieren. Dafür brauche ich einen ruhigen Ort. Und am besten die Hilfe eines Alchemisten oder Magiers. Außerdem will ich alles über die bisherigen Opfer erfahren. Da wende ich mich wohl am besten an Ritter de la Tour. Nenn mich Damien, bitte. Du sollst wissen, dass ich dagegen war, dich hier zu holen. Ich habe von dir gehört. Du bringst Ärger. Das tust du immer. Und wir haben schon genug Ärger. Wir werden das Biest auch alleine erschlagen. Da muss uns kein Fremder helfen. Damien, die Frage, ob der Hexer angeheuert wird, ist schon länger endgültig entschieden worden. Da du dennoch davon anfängst, sprechen wir über Geralts Bezahlung. Stimmen die Legenden, dass Hexer üblicherweise das verlangen, was man zu Hause findet, aber nicht zu finden erwartet hat? Nicht immer, Herrin. Das Gesetz der Überraschung wird manchmal geltend gemacht, aber selten. Meistens nehmen Hexer einfach Gold. Wie enttäuschend. Das Gesetz klingt sehr romantisch. Andererseits würden wir bei der Rückkehr in den Palast nur ungeduldige Bittsteller oder Stoffproben für neue Kleider vorfinden. Das wäre beides kein stolzer Lohn. Ich fürchte, du hättest wenig Verwendung für die Überraschungen, die bei uns in Frage kommen. Daher haben wir beschlossen, dass du das Weingut Corvo Bianco sowie eine Geldsumme erhalten sollst, wenn du den Auftrag erfüllst. Sicher erscheint dir das angemessen. Ich denke, Triss wird sich freuen. Du wirst das Weingut sofort beziehen, Sommerresidenz. Wenn du gewiss eine Unterkunft bedarfst. Das Geld erhältst du allerdings erst, wenn du das Biest erschlagen hast. Das ist eine feine und großzügige Geste, edle Herrin. Doch dient Corvo Bianco nicht neuerdings als herzogliche Leichenhalle? Was denn, wirklich? Da muss die Kanzlei wieder Mist gebaut haben. Man kann sie keinen Moment alleine lassen. Aber eine Leichenhalle wird einen Hexer kaum schrecken. Außerdem fördern düstere Legenden den Ruf eines Weins wie nichts anderes. Vielen Dank, Herrin. Ich nehme den Auftrag an. Aber wie ich schon sagte, brauche ich einige Informationen. Wie hat es angefangen? Wer war das erste Opfer? Crespi ist zuerst gestorben. Er war einst für seine zahlreichen Turniersiege berühmt. Im Alter hat er das Schwert weggehängt und ist auf Weinbau umgestiegen. Crespi war nicht gerade beliebt bei den Weinhändlern. Er war ein rücksichtsloser Geschäftemacher und hat offenbar gerne mal betrogen. Uns hat er um einen Dispens von allen Hofzeremonien ersucht. Den konnten wir ihm nicht gewähren. Ein Ritterschwur gilt bis ans Lebensende. Wie ist er gestorben? Wo hat man die Leiche gefunden? Die Umstände waren sehr ungewöhnlich. Er nahm an einem Bankett teil, als man plötzlich feststellte, dass er verschwunden war. Eine Stunde darauf fand ihn die Stadtwache, auf Händen und Knien, gegen den Pranger gelehnt, das Schwert um den Hals gehängt.
Das Schwert um den Hals gehängt? Er war an Wunden gestorben, die ihm Klauen zugefügt haben und keine Waffen. Die Hiebe müssen mit großer Kraft geführt worden sein. Er ist also schnell gestorben. Doch die Leiche war auf den Knien. Jemand muss sie drapiert haben. Sieht so aus. Der zweite Mord. Was wisst ihr darüber? Es gibt Ecken in dieser Stadt, in die sich nachts niemand wagen würde, der bei Verstand ist. An einem solchen Ort wurde die Leiche von Ramon Dulac gefunden. Nach dem ersten Mord war die Stadt in Angst. Die Einwohner waren vorsichtig und blieben in sicheren Gegenden. Daher erhielten wir die Nachricht über das zweite Opfer von einer Bande besorgter Taschendiebe. Kriminelle fürchten das Biest. Aufschlussreich. Es konnte bestimmt ausgeschlossen werden, dass diese Banditen Ramon umgebracht haben. Hältst du mich für einen Stümper? Ramon Dulac wurde von Klauen getötet, nicht von Händen. Die Wunde war tief und sauber. Seine Leiche wurde in der Gosse gefunden. In Nachthemd und Schlafmütze. Den Kopf auf einem Kissen und das Schwert durch einen Bettwärmer ersetzt. Ramon Dulac, der vor einem Dutzend Jahren der Berater unseres Vaters und Herzogs war. Jemand hat sich große Mühe gegeben, ihn lächerlich zu machen. Vielleicht war Rache das Motiv. Das ist möglich. Dulac hat zwielichtige Geschäfte in der Unterwelt gemacht. Aber es wurden niemals konkrete Beweise gegen ihn vorgelegt. Die ersten beiden Opfer waren also Ritter, die ihre besten Jahre hinter sich hatten. Das kann man auch vom dritten Opfer behaupten. Ritter Delacroix behauptete gern, dass moderne Ritter sich neuen Herausforderungen stellen müssen und dass Unternehmertum die sechste Rittertugend ist. Er hat im Getreidehandel ein veritables Vermögen gemacht. Palmerin hat ihn sogar Ritter de la Geizhals genannt. Ich habe eine Geldbörse bei seiner Leiche gefunden. Sie enthielt Florin aus verschiedensten Zeiten und Provinzen. Delacroix liebte das Geld, aber ein Numismatiker war er nicht. Es gab viele Ähnlichkeiten zwischen den Opfern. Alle Leichen wurden an seltsamen Orten unter ungewöhnlichen Umständen gefunden. Offenbar will der Mörder, wer immer es sein mag, eine Botschaft hinterlassen. Es waren ehrenhafte Männer. Wir sind bestürzt über die Respektlosigkeit, mit der sie behandelt wurden. Verflucht, das waren Ritter von Toussaint. Vielleicht ist das der Punkt. Nach deinem Bericht war keiner von ihnen ein Tugendbolzen. Schon mal daran gedacht, dass es dem Biest darum gehen könnte? Alle Ermordeten waren Ritter, die den fünf Tugenden die Treue geschworen hatten. Und selbst wenn... Welchen Tugenden genau schwören die Ritter Toussaints Treue? Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl. Die fünf Tugenden. Warum sind sie euren Rittern so wichtig? Seltsame Frage. Vergib mir, Herrin. Ich bin ein Fremder, der versucht, die hiesigen Bräuche zu verstehen. Wir vergeben dir. Den Legenden zufolge war es die Dame vom See, die uns die Tugenden anvertraute. Woher wir sie wirklich haben, weiß niemand. In Toussaint glauben wir, dass Männer geringer Geburt einfachen Herzens und gehorsam sein sollten. Von Rittern erwarten wir jedoch mehr. Sie sollen Soldaten und Höflinge, Herren und Diener zugleich sein. Daher ist eine klare moralische Richtschnur erforderlich. Bei seinem Ritterschlag schwört der Anwärter sein Leben lang Ehre, Weisheit, Großzügigkeit, Tapferkeit und Mitgefühl zu zeigen. Mir scheint, das Biest will den moralischen Verfall anprangern. Die Opfer wurden alle gedemütigt. Vielleicht wurden sie ermordet, um ihren Mangel an bestimmten Tugenden zu betonen. Ehre wird vom Pranger konterkariert. Weisheit von Lächerlichkeit. Großzügigkeit von einer Börse im Hals. Es passt, wenn auch nicht perfekt. Man kann die Theorie nicht verwerfen, wenn jeder in der Stadt davon spricht. Wenn wir recht haben, dann wird der nächste Mord eine Demonstration der mangelnden Tapferkeit des Opfers sein. Wir können auch erwarten, dass das Opfer wieder ein älterer Ritter ist. Mal überlegen. Im Augenblick halten sich alle Ritter entweder auf dem Turniergelände oder in den Palastgärten auf. Unsere jährliche Hasenjagd beginnt bald. Hast du von dem Brauch gehört? Methon hat etwas erwähnt. Er hat sich darauf gefreut, in einem Hasenkostüm herumzuhopsen. Ich weiß nicht warum. Moment. Seltsame Umstände, ein älterer Ritter, die berühmte Feigheit von Hasen. Kann es so einfach sein, ob Milton de Perrac-Perron das nächste Opfer ist? Milton kannte auch Delacroix. Das hat er mir am Fluss erzählt.
Damien, wie konnten wir so etwas Offensichtliches übersehen? De Perrac-Perrin, Crespi, Delacroix und Dulac waren eine Ritterschar. Es ist Jahre her, aber... Sie waren eine Schar. Gute Freunde, unzertrennlich. Als solche erwarben sie das Vertrauen unseres Vaters des Herzogs. Wir haben oft mitbekommen, wie er sich in heiklen Dingen an sie gewendet hat. Später trennten sich ihre Wege. Das ist wohl kein Zufall. Das Biest dürfte es ebenfalls wissen. Es ist ein Hinweis, da bin ich sicher. Gnädige Herrin, wir müssen Milton finden. Sofort. Das dürfte schwierig werden. Das Gartenfest beginnt jetzt und er ist als Hase verkleidet, sitzt irgendwo im Versteck und wartet darauf, von beschwipsten Höflingen gefunden zu werden. Das Hasenversteck ist ein wohlgehütetes Geheimnis. Wir müssen das Spiel sofort abbrechen. Vor allem müssen wir die Ruhe bewahren. Damien, lass sofort die Gärten durchsuchen, aber diskret. Wir dürfen die Feierlichkeiten auf keinen Fall stören. Eine Panik würde das Biest nur einladen, noch früher zuzuschlagen. Und du, Hexer, kommst mit mir. Schließlich sind es meine Gärten und meine Ritter. Ein Mord kommt nicht in Frage, das dulde ich nicht. Nicht bei meinem Palast. Pferde! Bringt uns Pferde! Alter, hat ganz schön Haare auf der Zähne, ey. Oh. Edle Herrin. Oh. Wow. Die gefällt mir. Die ist ja geil. Geralt. Was war das denn? Ein weißes Pferd. Das war auch so klar. Aber was das... Was zum Teufel? Ich komm dir gleich hin. Edle Herrin. Gib acht, dass es nicht knittert. Das ist aber schon zerrissen. Vorwärts. Boah, ist die geil. Das ist doch mal eine Königin. Hey, das ist Seide. Pass doch auf. Gib mir das. Du musst aufpassen, es knittert ganz schnell, Seide. Wie geil ist sie denn bitte? Wie geil. Was? Schneller, ja, Sattel wie zu Hause. Der Schein kann trügen, Hexe. Man erzählt viel. Der Schein kann trügerisch. Mach den Weg frei, sage ich. Die Schwanenprinzessin. Gehört das zum Spiel? Hier ist es, gleich um die Ecke. Schneller. Wir müssen zum Austragungsort des Spiels. Die Teilnehmer müssen das Horn eines Einhorns, einen goldenen Fisch und das Ei eines Phönix finden. Dann können sie schlussfolgern, wo der Hase Milton sich verbirgt. Das heißt, wir müssen diese Dinge finden? Wir haben keine Wahl. Aber es muss schnell gehen, also brechen wir die Regeln.